Herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder was ganz Besonderes für euch. Etwas, was ihr auf YouTube sonst fast nicht zu sehen bekommt. Oder gar nicht. Ich glaube gar nicht. Ich habe sogar im englischsprachigen YouTube geguckt und hab's nicht gesehen. Die PUC, die Protective Undergarment vom US-Militär. Da habe ich einen kompletten Satz. Protective Undergarment PUC Male. Größe Medium. Oh, wo steht's? Ja, drei Unterhosen und ein paar ballistische Einlagen. Das ist ganz interessant. Hier eine Farbveränderung ist normal beim Lichteinfluss und hat keinen Effekt auf die ballistische Leistungsfähigkeit. Sehr interessant. Weil eigentlich sagen alle anderen Hersteller von ballistischem Material, dass man das Zeug nicht dem Sonnenlicht aussetzen darf. Was stimmt? Ich weiß es nicht. Es wäre sehr, sehr interessant, das mal auszuprobieren. Ihr seht, das habe ich schon eine ganze Weile offen. Ah, ich glaube, das mal schauen, ob das die Farben rüberbringen. Doch, ich denke, man sieht's. Also das, was ich hier offen habe, ist dunkler als das hier. Ist aber genau dasselbe Material, das Aramid. Das war mal genauso hell. Das stammt aus einer Bundeswehr-Splitterschutzweste. Und das sind die ballistischen Einlagen für die PUC-Unterhose. Und heute extra für euch mache ich es mit euch auf. Es ist noch ringsrum eingeschweißt. Aber da schieße ich nicht drauf. Die will ich nämlich aufheben, sondern wir schießen da drauf. Schaut euch mein Video an zur Erma Repetierpistole in 4mm M20. Habe ich hier schon drauf geschossen. Hier ging es durch. Und hier ist einfach abgeprallt. Die Energie war recht schwankend. 6 bis 8 Joule etwa. Und obwohl ich es hingeschrieben habe, obwohl ich es oben hingeschrieben habe in das Video, auch wenn eine 4mm M20 Pistole mit PDB im Viereck über 7,5 Joule entwickelt. Beispielsweise, sie entwickelt 10 Joule. Bei jedem Schuss ist das Schießen trotzdem zu Hause erlaubt. Weil PDB im Viereck hat eine extra Ausnahme von der Schießerlaubnis. Das betrifft zwar fast niemanden, aber gibt es tatsächlich. Genau, unten ist einfach abgeprallt, wo das Aramidgewebe ist. Auf der Rückseite, ich habe ja gesagt, ich habe da schon so viel drauf geschossen, das ist alles auf der Rückseite. Mit Kleinkaliber, Flohbär, Luftdruckwaffen habe ich da allem schon drauf geschossen. Hier sind Einschübe. Also, ihr kennt ja, wie die Unterhose gehört. Die habe ich hier um den Karton rumgespannt. Und hier laufen ja die Oberschenkelarterien runter. Man hat in der Mitte dieses Aramidgewebe. Ihr seht auch hier doppelt. Hier und hier. Das geht bis hier rum. Hier auch. Und da kommen diese Einlagen noch mit rein. So, und ich habe hier mit der 22 LFB drauf geschossen. Hier. Das war ein Schuss, den es gehalten hat hier. Hier drauf, 22 LFB. Was das war, weiß ich nicht mehr. Hier 22 LFB, ist einfach durchgeschlagen. Aber, jetzt kommt es aber, ich habe da einen Fehler gemacht. Ich hätte das unbedingt hier reinpacken müssen, weil jede einzelne Lage Aramid ist richtig wichtig und kann den Durchschlag verhindern. Das habe ich da nicht beachtet. Deswegen ist dieser Durchschuss von der 22 LFB als Test tatsächlich fast nichts wert. Ich weiß daher leider nicht, ob es 22 LFB hält. Aber was hat es gehalten? Ich habe es nicht genau im Kopf. 40 Joule hat es gehalten, denke ich. 6 mm Flohbär und 22 Zimmer Munition. Hat das gehalten. Und hier? So ähnlich. Ich weiß es gerade nicht mehr. Sollen wir erst auspacken oder erst drauf schießen? Ich glaube, wir schießen erst drauf. Ich habe zwei Themen, wo mir zwei Zuschauer seit Monaten in den Ohren liegen. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ich
Ich habe es immer noch nicht gemacht. Die Vorstellung der Luftpistole 53. Irgendwann wird sie kommen, aber nicht heute. Ein Familienerbstück, tatsächlich ein Familienerbstück. So ein tolles Teil, ich habe es gemessen, vorher 3,2 Joule. Also sie hat nicht so viel Power. Und ich habe hier noch einen Anschütz, 275, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, genau. Anschütz, 275, kann man es lesen. Ein Schießbodengewehr. Das hat weniger. 2,5 Joule. Und falls es jemanden interessiert, das ist ein Radarchronometer. Mag ich richtig, weil man da lichtunabhängig ist. Richtig praktisch, wenn sich jemand kaufen will. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, weil die müssten aus Russland kommen. Da drückt man ja den Knopf, hält ihn an den Lauf und schießt. Und ein halber Meter reicht da schon. Strecke, die das Geschoss fliegt und dann zeigt es einem die Geschwindigkeit in FPS an. Die mit dem gelben Knopf sind für Software, reichen aber für viel mehr. Also Luftdruckwaffen kann man damit alle messen, bis hin zu 6 mm Flaubert und sowas. 4 mm Rand, 4 mm M20 und halt die klassische Drogendealer-Feinwaage. Und das ist super, um da ein wenig zu experimentieren. Lassen wir Taten folgen, dass es nicht zu lange dauert. Umarex Spitzkopf-Diabolus. Fangen wir mal damit an. Ja, die Luftpistole 53 hat ja so einen Holzaufsatz. Ist gar nicht schlecht. Mein Vater hat hier mit das Schießen gelernt. Ich habe damit das Schießen gelernt. So ein tolles Teil. Die ist dafür optimiert, das Schießen mit der P38 zu lernen. Die 4 mm M20 sind einfach abgeprallt. Schauen wir mal, was die hier macht. Prallt auch ab. Einfach abgeprallt. Da ist sie. Hat im Geschoss nicht viel gemacht, hat es ein bisschen platt gedrückt und es hat ein bisschen das Gewebe reingedrückt vorne, das werdet ihr aber nicht sehen. Die Lampe ist so weit vorne, da kann ich nicht nah ran. An der Unterhose ist praktisch nichts. Sehr beeindruckend, das ist vor allem halt eine Delle dahinter im Karton. Ja, was nehmen wir noch? Nehmen wir mal hier die Skenko. Blue Arrow. Die sind aus, ich will nichts Falsches sagen, Zink oder so. Ich hab's. So. Sind so ähnlich wie Spitzkopf-Diabolos, aber die sind natürlich härter, weil sie nicht aus Blei sind. Und los. Tja, das ist auch einfach zurückgekommen. Und das Geschoss sieht aus wie vorher. Könnte man direkt nochmal verschießen. Ja, ich bin ehrlich, das ist die einzige Unterhose, die ich in meinem ganzen Leben gebraucht, gekauft habe. Dann war sie, keine Ahnung, wie oft in der Waschmaschine. Und ihr seht, es macht ja nichts. Ich schieße danach noch da am Rand. Vielleicht schaffen wir es da, ein Geschoss zu fangen. Jetzt nehmen wir hier die Oinjin, wie auch immer. Super schwer. Könnte man sich eigentlich sparen, aber nur so zum Spaß. Die sind viel größer als normale Diabolos. Ja, ich weiß, ich hätte natürlich hier lieber eine Luftdruckwaffe nehmen sollen, die mehr Leistung hat. Die näher an die 7,5 Joule rankommt, aber was soll's. Ich schieße das jetzt mal an den Rand, dahin etwa. Aha, interessant. Seht ihr, es da steckt? Mit Sicherheit.
Es ist so schwach blattgedrückt, dass man es fast nicht sieht. Und es hat nicht mal dem oberen Stoff was gemacht. Den guten klassischen alten Federbolzen. Oh je, aber nicht diesen hier. Der ist ja voll beschädigt. Da ist hier eine Macke drin. Der ist direkt zum Entsorgen. Der macht einem den Lauf kaputt. Der ist einwandfrei. Nehmen wir den mal. Ja, da kommen wirklich Jugenderinnerungen hoch mit dieser Luftpistole. Da gehe ich schon sehr davon aus, dass das stecken bleibt. Hat er auch beschädigt. So. Einfach zurückgekommen. Tja, kein Kratzer. Das ist echt beeindruckendes Zeug. Und ja, ich weiß, man könnte sich jetzt hier das Anschütz direkt sparen, aber wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mit meinem Schießbudengewehr hier, mit meiner kleinen ballistischen Schießbude zu schießen. Und ja, das Unboxing kommt auch gleich. Das Tactical Unboxing, wie ich es immer nenne. So, mal gucken, wie ich das hier hinkriege. Luftdruckwaffen sind ja nicht so mein Thema. Hier unten kommt das Magazin rein. Kennt jeder von der Schießbude. Aber super cool, sowas zu Hause zu haben. Schussentfernung 20 cm. Mit einer Stahlrundkugel. War klar. Natürlich hat es dem nichts gemacht. Ja. Obwohl ich als Sachverständiger natürlich keine Schießstandgenehmigung brauche, unterliege nur einer Anmeldepflicht, schieße ich hier natürlich trotzdem nicht mit irgendwas anderem am Schreibtisch. So, der Moment der Wahrheit. Ich nehme hier mein ganz besonderes Messer, das Victorinox Rettungsmesser von der Behörde, die ich nicht nennen mag. Vielen, vielen Dank an den Zuschauer, der mir das geschenkt hat. Wer hat denn so ein cooles Victorinox Rettungsmesser? Das ist so cool. Vielen, vielen Dank. Ja, der Moment der Wahrheit. Die sehen gut aus. Klar, die sind nie benutzt. Die anderen, die ich habe, die sind ja benutzt. Die sind getragen. Puck. Größe Medium. Herstellungsdatum 2018. Sind damit 6 Jahre alt etwa. Ja, die Soldaten haben 3 Stück davon bekommen. 1, 2, 3. Und dann haben sie die waschen können und die Einlagen vorm Waschen rausnehmen. Und wenn die eine Unterhose in der Wäsche war, haben sie die rausgenommen und in die nächste Unterhose reingelegt. Ich ändere mal den Kamerawinkel etwas für euch. So. Carter Enterprise. NATO Stock Number. Das ist ganz schön hart. Yellow Para-Aramid. Made in USA. Arm waschen. Also sowas will ich ehrlich gesagt nicht in der Unterhose haben. Aber na gut. Ja, wo ich die Beschussvideos gemacht habe, also die mit der Uzi und so weiter, kamen lauter Kommentare mit irgendwelchen, ja, beschieß doch Platten und Platten sind viel besser. Und das hat seinen Grund, dass das Militär ballistische Unterhosen beschafft hat. Das hat seinen Grund, weil die größte... Hier, 17 Gramm
Splitter, aha, okay. Sind das Kram oder Crane? Ich weiß es gerade gar nicht. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie die hier reingehören. Ich weiß es gerade gar nicht. Weil die meisten Verletzungen stammen nämlich von Splittern und nicht von Geschossen. Und ein Plattenträger deckt nur so einen winzigen Bereich des Körpers ab. Und die Bundeswehr beschafft jetzt mit dem MOBAST-System genau sowas. Die Engländer haben Seidenunterwäsche, die englische Armee. Und das MOBAST, ich weiß gar nicht, ob es MOBAST Seidenunterwäsche hat oder Aramid, weil Seide hat ja auch ballistische Eigenschaften. Die ältesten Schutzwesten waren ja auch aus Seide. Ja. Filz ist übrigens auch ein Ball, also kann man auch ballistisch verwenden, tut man aber nicht, weil es ist nicht leistungsstark genug. Ein Jäger in meinem Bekanntenkreis hat eine Schrotladung schon mal in den Filzlodenmantel bekommen. Und da ist auch nichts durchgegangen. Ja, so sieht es aus. Interessant. So furchtbar unbequem wird das wahrscheinlich gar nicht sein. Sehr interessant. Hier ist eine kleine Verfärbung. Da kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen in der Sonne gelagert war. Ja. Klar, das zeigt nach außen. Ja, gut. Die Puck schaut auf YouTube. Ich glaube, ihr findet kein Video dazu, obwohl das hier US-Militärausrüstung ist. Finde ich sehr seltsam, dass ich als Deutscher das vorstelle. Ich hoffe, das war ein kleines bisschen lustig für euch, ein kleines bisschen interessant und ich hoffe, euch geht's gut. Denkt daran, werdet Fördermitglieder beim VDB, dass wir eine waffenrechtliche Zukunft haben. Hier wird für unsere Interessen gekämpft. Ciao, macht's gut.